Wie sprichst du ein fremdes Mädchen an, mit der du dir eine Zukunft vorstellst? So, das hat mir krass geholfen, da lockerer zu werden. Meistens spürt man ja auch schon vorher. Und das ist halt auch eine Sache, die will ich euch wirklich ans Herz legen. Seid nicht zu penetrant und aufdringlich. Smooth it in, man. So, ich bin schon in Clubs reingelaufen und wurde dann einfach angegrapscht, so. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, dass ich mich auch oft auf meinen Körper reduziert fühle, weil Frauen mich anmachen und so, dann denken Leute, dass ich das sage, um irgendwie krass zu wirken oder um mich selbst krasser darzustellen, als ich bin. Ich habe oft den Talk mit Frauen, mit Mädels, die ich kennenlerne. Ich bin der Highest im Club. Ich stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Wie sprichst du ein fremdes Mädchen an, mit der du dir eine Zukunft vorstellst? Also Bro, wenn ich ein fremdes Mädchen treffe, kann ich dir nicht sofort sagen, ob ich mir mit der eine Zukunft vorstellen kann, aufgrund ihrer Optik oder so. Weißt du, was ich meine so? Also, schwierige Frage, Bro. Finde ich auch jetzt, also, bisschen übertrieben. Man soll da halt auch nicht so übertrieben reingehen in den Vibe, so. Weißt du? Also, ich weiß jetzt nicht, wie du das verifizierst, dass du dir eine Zukunft vorstellen kannst, aber ich bin einer, ich brauche erstmal Talks. Ich muss Talks haben und dann merke ich relativ schnell, ob da mehr geht oder nicht. Und dann kommt es aber auch noch drauf an, weißt du, im weiteren Verlauf der Beziehung, wenn man zusammenkommt oder der Freundschaft, die man vielleicht doch erst vorher hat, so, ob das funktioniert oder nicht, weißt du, wie ich meine? So, eine fremde Frau ansprechen ist für mich, wie mache ich das? Ich mache situationsabhängig und ich muss da sagen, Freunde, auch das kaufen mir die meisten Leute nicht ab, so. Aber ich bin eigentlich von Haus aus ein relativ schüchterner Typ, der auch Hemmungen hat, einfach so eine Frau, die er krass attraktiv findet, einfach so voll zu labern, so. Mir haben krass diese Videos geholfen, die ich gemacht habe, dieses Frauenansprechen-Ding mit den Sprüchen und auch Umfragen und so, das hat mir krass geholfen, da lockerer zu werden, weil ich da vor allen Dingen auch die Bestätigung bekommen habe und gemerkt habe, dass sogar mit dummen Sprüchen manchmal ein guter Vibe entstehen kann und dann habe ich dadurch ein bisschen mehr Mut bekommen, sage ich mal. Aber Bro, also ich habe diese Videos jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht und ist für mich auch jetzt nicht das Einfachste von der Welt, einfach irgendwie eine Frau anzusprechen, so. Was ich als Tipp geben kann, ist immer die Situation zu benutzen. Einfach die Umgebung und Situation zu benutzen und eigentlich gar nicht auf krass sich da jetzt zu viel Kopf machen oder so, sondern einfach auf Vibes irgendwie was ganz Kurzes erstmal sagen und dann gucken, wie die Reaktion ist. Und meistens spürt man ja auch schon vorher. Ich bin auch einer, der erstmal auch wartet und guckt, wie das Gegenüber gerade so, ob die mich anguckt, ob die mir irgendwelche Blicke gibt, Zeichen gibt, wo ich mir dann sicher bin, okay, da kann man mal hingehen und kann man mal ansprechen, weil da sind eh schon Blicke da auch, weißt du? Und dann musst du halt, keine Ahnung, wenn du irgendwo im Gym bist, so, weiß ich nicht, ja, nutzt die Situation. Mach jetzt nicht auf doof diesen typischen Spruch so, ey, du mach mal die Übung anders oder bla bla bla, sondern, keine Ahnung, where you from? So, ey, sorry, so, ich war neugierig, wo du herkommst. Irgendwie siehst du exotisch aus, wenn das der Fall ist. Oder keine Ahnung, wenn im Gym irgendeiner rumhampelt oder rumschreit oder so, dann geht der hin und nutzt die Situation und sagst dann so, guck mal, wie der rumhampelt und so, krass, ne? So, und dann kommst du halt rein. Heute war ich im Gym und da war eine hübsche Dame und dann habe ich sie gefragt, ob die ein Video von mir machen kann. Instagram-Story. Und so, dann hat die eine Story von mir gemacht und dann habe ich gemerkt, so, okay, ist jetzt nicht der Vibe. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nicht der Vibe. Und dann habe ich es auch gut sein lassen. So. Du musst halt einmal so einen leichten Talk aufbauen oder irgendwas fragen oder irgendwas tun, damit du einen Vibe spürst. Und das ist halt auch eine Sache, die will ich euch wirklich ans Herz legen. Wartet, bis ihr einen Vibe spürt. Seid nicht zu penetrant und aufdringlich. Ich habe das oft gesehen im Gyms vor allen Dingen, dass Männer immer krass am Gaffen sind und dann so krass aufdringlich sind, auch auf Partys und so. Also wie aufdringlich teilweise Männer sind, das könnte ich niemals machen, so. Das könnte ich niemals machen, so. Weißt du, man merkt offensichtlich, dass die Frau kein Interesse hat und die bleiben einfach am Ball, Bruder. Die hören einfach nicht auf, da zu reden und zu tun und zu machen. Das ist doch voll unangenehm. Keine Ahnung, Alter. Wenn ich spüre, dass die keinen Bock auf mich hat oder wenn da irgendwas sympathiemäßig nicht am Start ist, Digga, dann höre ich einfach auf. Weißt du, dann sage ich schönen Tag noch und geh weiter. So, mach da nicht weiter rum und versuch dann noch irgendwie auf Krampf da irgendwie was noch hinzukriegen. So.
Das ist auch cringe, Freunde. Also weniger ist mehr. Gerade wenn es um das Thema Frauen ansprechen geht und Frauen klar machen. So weniger ist mehr, Digga. Ne? Nicht zu viel Aufmerksamkeit, nicht zu viel Intensivität und so. Bro, you gotta relax, man. Diese smooth it in, man. Wenn diese smooth Art und Weise einfach locker, gar nicht auf Druck und gar nicht auf Krampf, kommt viel cooler an, so. Und wenn die Frau das merkt, dann zeigt die auch erst ihre richtige Intention. Weil oft ist es auch so, dass Frauen generell einfach dann abgeneigt sind oder generell einfach blockieren, wenn ihr zu intensiv seid, weißt du? Deswegen schraubt da ein bisschen zurück, bleibt da ein bisschen cooler, dann kann die sich auch entfalten und kann auch zeigen, ob sie Interesse hat oder nicht. So. Das ist auch nachvollziehbar. Ja, Mann, ich küsse euer Herz. Smooth criminal, man. Mr. Worldwide, ich küsse dein Herz. Leon, wirst du auch belästigt von Männern oder Frauen wegen dem Thema vorhin mit Laura? Ging ja darüber. Wie meinst du belästigt, Bro? Also ich muss schon sagen, ich werd oft auf mein Äußerliches reduziert, auf jeden Fall. Nicht nur jetzt von Mädels oder so, wo ich das merke, sondern halt auch von Leuten, die denken, dass ich halt selber nur an mein Äußerliches denke und so ein Scheiß und mich voll geil finde und so. Leute denken immer, ich finde mich irgendwie selber voll krass und so ein Scheiß, Bro. Also ich habe erst in den letzten 1-2 Jahren so eine gewisse Selbstliebe aufgebaut, dass ich halt auch wirklich zufrieden mit mir selber bin, so. Ne? Ich sehe da selber auch noch viele Baustellen und ich bin mit mir nicht hundertprozentig zufrieden, so. Ich muss da auch noch mehr dran arbeiten. Ich habe sehr viele Zweifel auch oft an mir, so. Und das darf man nicht falsch verstehen. Ich bringe das halt, also durch meine Confidence, die ich habe. Ich habe halt eine krasse Confidence, so. Self-Confidence auch. Und dadurch kommt es halt oft so rüber, als ob ich so voll krass überzeugt von mir bin und dass ich denke, dass ich selber der krasseste bin auf der Welt und so ein Shit. Also das denken immer Leute von mir. Aber es ist nicht so, weißt du? Ja, da bin ich ehrlich. Wie merkst du als Typ, der krass ist, ob die Frau dich mag oder dein Körper? Das merke ich sofort. Also man muss nur ein bisschen sich unterhalten und einfach schauen, wie die Energie ist, wie der Vibe ist. Und man merkt das schon krass, wenn jemand nur sich auf dein Äußerliches fokussiert und gar nicht interessiert ist an dir als Mensch und als Person. So, ich bin schon in Clubs reingelaufen und wurde dann einfach angegrapscht, so. Weißt du, wie ich meine? Einfach angefasst, so wie auch Frauen manchmal einfach angetouched werden, so. Angetouched und dabei wurde mir nicht mal in die Augen geguckt. Und so, weißt du, wie ich meine? Das ist dann einfach so, du kommst dir dann halt vor wie so ein... Bro, das hat sich für mich selber nicht gut angefühlt, auch wenn manche das jetzt nicht glauben, aber es ist so. Das hat sich für mich selber auch nicht gut angefühlt, so. Einfach so angefasst zu werden, Dicker, ohne gefragt zu werden, so voll einfach so angetouched zu werden. Und ich merke halt auch, hier in Mexiko kommen halt auch viele, das ist halt krass, viele, viele Frauen, ältere Frauen meistens, machen Fotos mit mir hier, aber die kennen mich nicht. Und es ist auch alles vollkommen okay, aber die wollen halt, die finden das halt irgendwie attraktiv oder exotisch oder irgendwie so und finden das halt cool. Über sowas spricht man kaum, dass Männer auch belästigt werden. Ja, das ist nicht so, ja, ist echt so, aber es ist auch unangenehm und du weißt ja, wie es ist. Als Mann ist es ja meistens so, dass man sich freut, wenn man irgendwie mal angesprochen wird, angemacht wird oder so. Und wenn dann ein Typ sich hinsetzt, und du weißt ja auch, gerade in Deutschland muss ich halt leider wieder so sagen, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, dass ich mich auch oft auf meinen Körper reduziert fühle, weil Frauen mich anmachen und so, dann denken Leute, dass ich das sage, um irgendwie krass zu wirken oder um mich selbst krasser darzustellen, als ich bin. So. Deswegen habe ich selber auch noch nicht oft über das Thema geredet, so. Aber es ist Fakt. Und ich wollte auch gerne mal irgendwie mal einen Talk machen, vielleicht auch mit einem Mädel zusammen oder so, dass man mal die Perspektiven sieht. Ich habe halt auch das Gefühl, dass ich dadurch auch oft, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, auch oft ein gutes Verständnis dafür habe. Gerade mit sehr attraktiven Frauen, die halt zuvorkommende Attribute haben, nennen wir es mal an der Stelle. Kann ich halt verstehen, kann ich halt nachvollziehen, so, weißt du? Wenn ich ins Gym reinlaufe, dann werde ich auch angegafft, so. Nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Und wenn ich, wie gesagt, hier am Beach gehe oder wenn ich irgendwo in einen Club reingehe,
dann ist schon extrem. So, es ist natürlich auch irgendwie nice, weil es ist eine Art von Bestätigung und man fühlt sich dann auch gut, wenn man merkt, dass man mit seinem Äußerlichen gut ankommt bei den Leuten. Aber manchmal würde man sich halt auch wünschen, dass man mal nicht einfach nur angeglotzt wird, sondern dass man einfach mit seiner Art und Persönlichkeit überzeugt. So. Weil ich habe oft den Talk mit Frauen, mit Mädels, die ich kennenlerne, die dann sagen zu mir, krass, hätte ich niemals von dir erwartet und so, du bist eigentlich voll Ding und so, du lachst voll viel und bist eigentlich voll lustig und so. Und das höre ich auch oft, du bist auch intelligenter, als ich dachte und so. Und du hast was, du hast studiert und was und ihr und krass und so. Und dann fühlt man sich halt schon so, ja, wie jetzt? Nur weil ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe, hat es dich jetzt schockiert, dass ich auch was in der Birne habe, so. Weißt du, was ich meine? So. Auch wenn einige Kollegen an der Stelle mir da widersprechen würden, es ist halt einfach so oft passiert schon. So. Also die meisten Mädels, gerade aus Deutschland, auch die, die ich hier kennengelernt habe, sagen mir immer wieder, wie überrascht die sind, weil die eigentlich gedacht haben, ich bin so, aber dann doch so bin. So. Was ich halt, was bei mir halt auch der Fall ist, man muss mich spüren und merken. So. Ich habe auch das Gefühl, dass online, dass ich online immer irgendwie rüberkomme, wie ich eigentlich gar nicht 100% bin. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Leute, die mich nicht mögen, online und so eine Sachen, weil die halt einfach den kompletten Menschen nicht kennenlernen. So, weißt du, man lernt mich ja nur kennen, was ich talke und so. Und ich glaube, also ich bin halt ein Vibe-Mensch, der viel spürt, der viel im Herzen hat, so. Aber ich bin nicht dieser krasse Quatscher, so. Weißt du, wie ich meine, so? Ich kann schon mich artikulieren, aber ich spüre mehr als... Und ich kann das nicht so rüberbringen, wie ich das fühle oder wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? So ein Ding ist das.